Ja, das Thema Sattel. Wer kennt das nicht? Jeder Radfahrer hat schon mal seine Schwierigkeiten gehabt beim Radfahren, egal in welcher Art. Ich sitze nicht gerne auf dem Fahrrad, ich fahre nicht gerne lange Strecken. Ich bin wund, ich höre jetzt auf. Auch oftmals Menschen, die längere Touren fahren, eine Alpenüberquerung oder sowas, müssen mit der Tour abbrechen, weil sie einfach nicht mehr fahren können. Oder es ist einfach unangenehm. Was auch immer. Ich zeige euch heute zwei schöne Möglichkeiten, wie ihr ab jetzt besser auf dem Fahrrad hockt. Schaut her. Erst stelle ich euch das Modell 602 vor. Das ist das Modell für den Trekkingradbereich. Und danach leiten wir über zu dem Modell vom Mountainbike-Bereich. Die Konzeption und die Philosophie zwischen Trekking und Mountainbike ist nicht arg unterschiedlich. Die Sättel haben ist die gleiche Bauart und haben die gleiche Konzeption dahinter. Das hier ist jetzt ein Sattel. Kann man das sehen hier? Sattel 602. SQ-Lab 602 Ergolux mit der Aktivfunktion. Ich erkläre es mal Stück für Stück. Der Sattel ist für den Trekkingradbereich. Er ist von der Shore-Härte, liegt er bei 45. Das heißt, er ist zwar stramm, aber nicht knallehart. Da fühlt man sich sehr schnell wohl auf dem Sattel. Ich habe hier vorne, der Sattel verfügt über zwei Stufen. Ganz vorne ist er am tiefsten. Das heißt, hier, wo das Schambein zum Liegen kommt, ist der tiefste Punkt, dass der Druck im Schambeinbereich reduziert wird. Das ist wichtig bei Männern wie bei Frauen. Hier im mittleren Bereich habe ich eine Aussparung. Das ist der Dammbereich. Da wird der Druck reduziert. Nicht auf null, aber reduziert. Die Sitzhöcker, die eigentlich für die Belastung vorgesehen sind, die kommen hier zum Liegen, links und rechts. Hier wird der Druck eingeleitet von dem Becken auf die Sitzhöcker. Und hier hinten hat er nochmal eine Stufe, der Sattel. Das heißt, der Mensch, der auf diesem Sattel hockt, hockt sehr definiert. Ne? Sitzhöcker kommen hier zum Liegen. Hinten habe ich quasi so eine Art Anschlag, dass der Mensch gut drauf sitzt. Er hat eine gute Position, viel Kraft auf dem Pedal. Er hat die Entlastung im Dammbereich, die Entlastung vorne im Schambeinbereich. Er ist nicht so knallehart. Das ist die Philosophie von dem Sattel 602. Die Idee ist dahinter hauptsächlich für Trekkingräder. Für Trekkingräder von moderat bis sportlich. Eine Funktion muss ich euch auch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, da hinten. Hier ist so eine Art Polster drin, so ein Gummi. Ich versuche es mal. Sieht man das? Der Sattel kann sich etwas bewegen. Links und rechts. Ich hoffe, das kann man sehen. Die Idee da dahinter ist, wenn der Fahrer, die Fahrerin fährt, das Becken bewegt sich bei jeder Pedalumdrehung, geht der Sattel mit dem Becken mit nach links und rechts. Frühere Sättel waren starr. Das heißt, das Becken hat sich bewegt. Links und rechts. Druck, 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 Druck hat sich jeweils der Druck erhöht. Dieser Sattel geht die Bewegung mit beim Pedalieren, somit bleibt der Druck links und rechts permanent gleich. Das heißt, ich habe im Sitzbereich weniger Belastung. Gleichzeitig wird auch die Bandscheibe von der Wirbelsäule, die Bandscheiben werden mit aktiviert. Auch Rückenprobleme werden dadurch massiv reduziert. Sattel 602 Ergolux mit Aktivfunktion der Marke SQLab. Ich zeige euch jetzt noch das andere Modell. Okay, wir bleiben im Trekkingradbereich. Gleiches Modell 602. Wir haben gerade gesehen das 602 Modell Ergolux und jetzt haben wir das Modell 602 MD. MD steht für maximale Entlastung. Das heißt, für Fahrer, Fahrerinnen, die doch mehr Probleme haben im Dammbereich, im Schambeinbereich, hat der Sattel MD noch eine größere Entlastung. Der Sattel ist nicht so genau definiert wie der Ergolux-Sattel. Er ist vielleicht auch nicht ganz so sportlich, aber er hat eine noch größere Entlastung. Ich zeige euch mal den Unterschied. Was man sehen kann, dieser Sattel verfügt quasi nur über eine Stufe. Na, also dieses typische Doppelstufenprinzip von Ergolux, was der andere Sattel aufgezeigt hat, hat dieser Sattel nicht. Dennoch hat er vorne im Schambeinbereich, ist er deutlich tiefer. Der Unterschied von hier zu hier ist bei diesem Sattel sogar noch größer. Also ich habe hier eine noch größere Entlastung. Und auch hier im Dammbereich ist die Abstufung oben unten größer. Somit sorgt dieser Sattel für eine noch größere Entlastung. Die Sitzposition ist nicht so genau definiert. Die Sitzhöcker kommen dann klar hier oben zum Liegen. Aber der Sattel verfügt insgesamt über mehr Freiheitsgrade. Er ist vielleicht auch eher gedacht für Freizeit oder kürzere Touren, bis mal längere Touren. Für den ganz sportlichen Fahrer ist der MD-Sattel wahrscheinlich nicht so ganz der richtige.
Kommt aber darauf an, welche Befindlichkeiten der Mensch hat. Auch dieser Sattel verfügt, ich zeige es nochmal, über dieses aktive System hinten. Das kann sich also bewegen. Das heißt, während der Fahrt macht dieser Sattel jede Hüftbewegung, macht er genauso mit. Das ist der Unterschied MD zu Ergolux. Ich zeige es euch nochmal auf einem Bild. So, hier sieht man nochmal kurz zusammengefasst den Unterschied zwischen Ergolux und der MD-Version. Ergolux-Version, man sieht es ja deutlich, Stufe 1 und Stufe 2. Der verfügt über zwei Stufen. Sitzhöcker kommen eindeutig hier zum Liegen. Hier vorne der Schambeinbereich. Eine schöne Entlastung. Das ist das Sattel Ergolux eher für mittlere bis längere Strecken, für eine gute sportliche Sitzposition. Wer damit Schwierigkeiten hat, wählt eher den MD-Sattel. MD steht für maximale Entlastung. Hier steht es ja nochmal. Dieser Sattel verfügt über eine Stufe, wobei der Abstand der Stufe hier größer ist wie beim Ergolux. Also ich habe hier eine noch größere Stufe, noch mehr Entlastung. Sitzposition nicht ganz so definiert wie beim Ergolux. Dafür mehr Entlastung im Dammbereich und vorne auch im Schambeinbereich. Die Modelle MD und Ergolux gibt es sowohl bei dem Trekking-Sattel, bei dem Sattel 602, wie auch bei dem Mountainbike-Sattel 610. Da zeige ich euch auch gleich noch was dazu. Bisher haben wir gesehen, den Sattel 602, der gehört zum Trekking-Radbereich. Den habe ich euch jetzt vorgestellt für den moderaten bis auch sportlichen Trekkingfahrer. Jetzt zeige ich euch mal den Sattel 610. Das ist der Mountainbike-Sattel, man kann es auch hier sehen. Das ist der Mountainbike-Sattel für den Tourenfahrer oder für den Tourenfahrer, so kann man sagen. Egal ob Mountainbike oder nicht. Der Unterschied vom 602 zum 610, vielleicht mal grundsätzlich, der 610er ist etwas sportlicher. Er ist etwas strammer, das heißt einfach die Härte an der Oberfläche ist ein bisschen mehr. Er ist etwas leichter und noch ein bisschen definierter. Sonst von der Philosophie, vom Konzept unterscheiden sich der 602er und der 610er gar nicht so arg. Optimiert Trekkingradbereich, optimiert Mountainbike-Bereich. 610er gibt es sowohl in dieser Zwei-Stufen-Version, wie wir es hier abgebildet haben, Stufe 1, Stufe 2, Ergolux, das heißt auch hier sehr definierte Sitzposition, gute Entlastung, aber auch guten Tritt. Ich komme gut vorwärts. Dieses Modell gibt es genauso, zeige ich euch jetzt auch noch. So, den Sattel 610 Mountainbike gibt es genauso in der MD-Version. Das heißt, ich habe hier nur eine Stufe drin. Die Stufe ist dafür größer, die Entlastung ist größer, die Sitzposition nicht so stark definiert. So, wir haben jetzt zwei Sattelmodelle kennengelernt. Eine optimiert für Trekking, eins optimiert für Mountainbike. Was fast noch wichtiger ist, welchen Sattel ich da wähle, dass ich den richtigen wähle. SQLab hat die Philosophie, den Sattel in verschiedenen Breiten anzubieten, was natürlich ein wesentliches Merkmal bei diesem Sattel ist. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man die richtige Sattelbreite ermittelt. Das geht ganz einfach. Es gibt hier so einen schönen Vermessungshocker. Da setze ich mich jetzt drauf, gucken, ob es funktioniert. Mache das auch nicht jeden Tag. So, stell die Füße hoch, Rücken gerade, ziehe meinen Körper auf dieses Papier drauf. Und wenn wir Glück haben, habe ich hier einen schönen Abdruck. Das hier ist meine Vermessung von meinem Becken. So Leute, was haben wir gemacht? Wir haben hier, zieht man den Abdruck von meinem Sitzhöcker, einmal links, einmal rechts. Von den Abdrücken habe ich jeweils den Mittelpunkt eingezeichnet. Und den vermesse ich jetzt mal. So, 13,5, schade, ein bisschen ungerade Zahl, aber geht trotzdem. Ich messe hier 13,5 cm Sitzhöckerabstand. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges dazu, das sehe ich hier unten. Hier sehe ich so den Triathlonfahrer, der sehr flach auf dem Fahrrad liegt. Hier ist so der sportliche Mountainbike-Fahrer oder Rennradfahrer, auch relativ flach, sitzt flach drauf. Hier ist so der vielleicht ambitionierte Freizeitfahrer. Der hier fährt also schon sehr komfortabel. Und das ist ein klassisches Hollandrad, bei uns selten zu sehen. So kann ich vielleicht irgendwo im flachen Land rumfahren, aber sobald Berge kommen, kommt der Mensch keinen Berg mehr hoch. So, das meiste dreht sich sicherlich in diesem Bereich. Und hier unten sehe ich die Zuschlagsrechnung, einmal plus 2 cm und plus 3 cm. Je nachdem, sitzt du etwas
sportlicher drauf, dann habe ich einen Zuschlag von 2 cm, sitzt so ein bisschen aufrechter drauf, habe einen Zuschlag von sogar 3 cm. Das hier ist der Rennradfahrer, der braucht nur einen geringen Zuschlag. Wir sagen einfach mal sportlicher Fahrer, Zuschlag plus 2 cm, kommt hier raus 15,5 cm Sattelbreite. Wir sehen, wir sind dazwischen. Somit können wir jetzt in beide Richtungen gehen. Diesem Kunden würde ein 15er oder ein 16er Sattel passen. Sattelbreite, was haben wir denn hier liegen? Schauen wir mal drauf. Kann man das hier lesen? Escolab Sattel 15. Das wäre jetzt ein Sattel für einen Sitzhöckerabstand mit 15 cm. Man sieht, für diesen Kunden, also für mich in dem Fall, wäre das der richtige Sattel im Bereich sportliches oder moderates Trekkingradfahren. Hier oben kann man es auch nochmal sehen. Hier sieht man schon, für welche Fahrer dieser Sattel denn gedacht ist. Er ist nicht für einen Rennradfahrer und auch nicht für einen Hollandradfahrer. Für den gibt es nochmal einen anderen. Aber für diesen Kerle, der da sportlich bis moderat fahren möchte und gut sitzen will, dafür ist dieser Sattel gedacht. Okay, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Was habe ich gerade gemacht? Ich nehme mal das Papier hierher. Hier habe ich mich selber vermessen. Das heißt, das ist das Becken. Das hier wäre mein Becken. Ich habe mich hier drauf gesetzt. Und damit hat es diese Abdrücke gegeben, links und rechts. Genau hier, das sind die Sitzhöcker von dem menschlichen Becken. Und genau diesen Abstand haben wir vermessen. Und daher ist es wichtig, wenn wir das richtig gemessen haben, wir zeigen es mal hier, dass dieser Mensch nach richtiger Breite vom Sattel sitzt. Theoretisch ist der Sattel zu schmal. Wäre der Sattel zu schmal, rutscht der Mensch drüber. Und er hat den ganzen Druck hier im Schambeinbereich, im Schambereich, wo er ihn überhaupt nicht brauchen kann. Ist der Sattel zu breit, ist zu wenig Platz zwischen seine Füße. Da ist beim Fahren nicht so viel Platz, also er muss schon die richtige Breite haben. Und genau das haben wir auch gemessen. Jetzt zeige ich euch noch was, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier sind die Sitzhöcker. Und wir sehen, wenn der Fahrer aufrecht sitzt, sitzt er auf diesen Punkten. Wenn der Fahrer aber nach vorne kippt, sportlicher fährt, sitzt er eher auf diesen Speichen hier, als auf diesen Sitzhöckern. Man kann es vielleicht auf dem Sattel nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rauskommt. Sitzt der Fahrer aufrecht, hat er diese Breite. Sitzt er sportlich, sitzt er eher auf den Speichen links und rechts. Das heißt, er braucht einen schmäleren Sattel dann. Deswegen ist die Sitzposition ist elementar wichtig bei der Philosophie von Escolab. Ich zeige es euch mal am Fahrrad noch. Vielleicht noch zur besseren Erklärung mal am Fahrrad ein Beispiel zeigen. Hier ist der Sattel jetzt tiefer wie der Lenker. Das heißt, dieser Fahrer sitzt relativ aufrecht drauf. Sein Becken steht relativ aufrecht. Somit braucht er einen etwas breiteren Sattel. Wenn der Sattel jetzt so aussieht, als Beispiel, der Sattel ist jetzt höher oder der Sattel sogar höher wie der Lenker, dann sitzt der Fahrer nicht mehr so drauf, sondern eher flacher. Das heißt, sein Becken ist gedreht. Er sitzt nicht außen auf den Sitzhöckern, sondern eher auf den Speichen. Und somit braucht er einen schmäleren Sattel. Für uns ist immer wichtig, wenn die Kunden kommen, welchen Sattel sie brauchen und welche Breite sie brauchen. Es ist auch immer wichtig oder sehr hilfreich, wenn wir auch das Fahrrad sehen, wie er tatsächlich auf dem Fahrrad sitzt. So Leute, dann wären wir schon am Ende von dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben nur zwei Themen vorgestellt, ein ganz, ganz kleiner Bereich aus diesem Sattelthema. Das ist natürlich noch viel vielfältiger, viel größer. Wenn ihr Schwierigkeiten habt mit dem Sattel oder mit dem Sitzen, dann kommt ihr gerne vorbei. Wir können euch vermessen, euch beraten. Ihr könnt es auch zu Hause machen. Ihr könnt euch so eine Messpappe bei Escolab direkt bestellen. Und dann könnt ihr diese Sitzhöckervermessung auch bei euch privat zu Hause machen. Ihr müsst nicht unbedingt vorbeikommen. Bei Fragen einfach fragen. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns über eine Bewertung, würden uns auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn ihr weitere Themen habt oder noch was wissen möchtet oder sonst einfach einen Kommentar schreiben, auch darüber freuen wir uns. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.